der gute alte Huck. Ja, und wir können immer noch wechseln zwischen den dreien. Okay, ein Schweif. Ein Basilenschweif haben wir. Dann mal Höhle und dann können wir zum Stadttor gehen. Sehr einladend. Das tue ich lieber nicht. Okay. Also nicht hinein. Tja, dann gehen wir nochmal runter zum Stadttor. Nase. Ganz löchrig. Oder gestreift. Willkommen in Alt-Aspen. Wow, das ist das erste Mal, dass ich als Flötennase irgendwo willkommen bin. Alt-Aspen hat sich nie dafür interessiert, wer du bist. Ich mag diese Stadt. Ein Hort für Andersdenkende. Pfui. Du warst schon mal hier? Ich lese Bücher. Du liest gern? Toll! Ja, das stand in Verschwörungen und Explosionen, Band 4. Die Mühle dreht sich falsch um, das Wasserrad. Würde ich doch sagen, oder? Würde ich behaupten. Das Wasserrad treibt die Hutfigur an. Es dreht sich ziemlich langsam. Das ist zu riskant. Okay, können wir uns die Figur angucken. Sie bewegt sich wie in Zeitlupe. Willkommen in Da redet doch ziemlich langsam. Okay, wollen wir die Klappe aufmachen und den ein bisschen beschleunigen? Die geht nicht auf. Was da wohl drin ist? Die Beschleunigung. Oh, wie hübsch. Okay, eine Flasche. Nur für Erwachsene. Okay, also nicht für mich. Ja. Ein Schlafender. Er umklammert die Flasche, als wäre sie ein alter Freund. Tja. Ich möchte keinen Ärger. Ein Prediger. Keiner hört ihm zu. Vielleicht müsste er einfach lauter sprechen. Ein Aluhut-Prediger. Ein alter Fisch. Ein alter Fisch? Wie kommt der denn dahin? Tja, ich weiß schon, wer den mag. Ein Fisch. Also, ich sage euch, die Basilen sind nicht echt. Conroy hat sie gebaut und das Volk zu... Ach, mir hört ja eh keiner zu. Wir hören euch zu und würden euch gerne ein paar Fragen stellen. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Aha. Ein Startmodul. Sieht aus wie ein NES-Game. Aber erstmal die Basilen. Also die Basilen sind nicht echt? Ja, richtig. Also erstens ist es ja vollkommen offensichtlich. Ist mir gerade eine Flasche umgefallen. Meine Rede. So ein Scheiß. Und zweitens? Zum Glück war die zu. Es gibt kein zweitens. Oh. Ich schwöre, es sind Maschinen. Irgendwer hat sie gebaut. Ich habe sie abstürzen sehen. Aber niemand hört mir zu. Niemand. Alle halten sich für einen Gekloppten. Ich kenne das so gut. Ich hab schon gesagt, dass Conroy eine Verschwörung plant, als er gerade erst an die Macht gekommen ist. So offensichtlich. Endlich jemand, der mich versteht. Wenn uns doch nur alle zuhören würden. Tja, in einer Welt, die von Bekloppten regiert werden wird, sind die Vernünftigen die Vollidioten. Tja. Basilen, die fliegenden Windgötter. Pfft. Die Dorftrottel. Ob jemand darauf reinfällt. Sind die vernünftigen Dorftrottel. Ja, nicht wahr? So offensichtlich. Ich bin mal auf einem geritten. Ich weiß, ich war dabei. Tja, also... Was denkt ihr über die Flötennasen?
Man sollte sie anbeten. Meine Theorie ist ja, und jetzt haltet mich bitte nicht für verrückt, dass sie den Wind entstehen lassen, indem sie ein Lied auf ihrer Nase spielen. Das kann mir so verrückt. Das ist eine Tatsache. Ja, ich meine, das macht doch total Sinn. Also, die Instrumentennasen haben friedlich im Wald gelebt und den Wind gemacht. Dann hat Conroy sie entdeckt und versteinert. Dann hat er die Macht an sich gerissen. Aber wie? Was, wenn er ein Mitglied der Familie entführt hat, um sicherzustellen, dass der Wind weiterbläst? Ja, genau. Das ist genial. Es muss jemand sein, den er leicht unter Kontrolle haben könnte. Ein Kind. Genau. Und er hat Robert. Das Kind großgezogen und ihm eingeredet, dass etwas mit ihm nicht stimmt, um ihn gefangen zu halten. Ja, genau. Was, wenn das Kind ihn aber irgendwann durchschaut hat und loszog, um seine Familie zu finden? Und dann herausgefunden hat, was Conroy getan hat? Und dann seine Familie befreit und Conroy versteinert hat? Puh, wow! Das hat Spaß gemacht. Können wir bitte gehen? Was denkt ihr, wer der rechtmäßige Herrscher über Asposien ist? Laura, nicht! Also, wenn die Flötennasen wirklich den Wind machen, sind sie die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Also, falls sie einen, ich weiß nicht, König gehabt hätten? Und wenn der aber bei dem Überfall gestorben wäre? Dann wäre sein ältestes Kind, ja, das wäre der rechtmäßige Herrscher. König, Schmönig, ich finde, das wird vollkommen überbewertet. Ein bescheidener König. Interessant. Genau den braucht das Land. Was ist das? Oh, das. Das ist das Startmodul eines Basilen. Ich das konnte sicherstellen, wir mal. Das ist der ultimative Beweis, dass die Basilen Maschinen und keine Götter sind. Ich weiß genau, dass die Leute mir glauben würden, wenn sie mir nur zuhören würden. Ich kenne das Problem. Aber dieses Startmodul ist genau das, was ich brauche, um Emil die Wahrheit zu beweisen. Ich würde ja nichts lieber tun, als euch zu helfen. Aber es ist mein einziger Beweis. Wie soll ich die Leute sonst dazu bringen, mir zuzuhören? Früher hatte ich eine Flüstertüte, eine richtige. Die Leute kamen in Scharen. Sie kamen alle, um euch zuzuhören? Ja, naja, viele kamen auch, um sich über mich lustig zu machen. Tja. Das macht wesentlich mehr Sinn. Banausen. Manche können die Wahrheit einfach nicht ertragen. Aber keine Sorge, wir verschaffen euch Gehör. Dann braucht ihr auch das Modul nicht mehr. Können wir es haben? Okay, wenn wir euch also eine Art Flüstertüte bringen, würdet ihr uns das Startmodul geben? Genau. Den Hut von ihm. Klingt nach einer Aufgabe für uns, Laura. Kollegen da oben müssen dem irgendwie seinen Mut abknüpfen. Bis bald. Ja, sieht doch wie eine Flüstertüte aus. Tag hier. Den Hut. Zu weit weg. Aber nicht für Huck. Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das... Ich gehe hier nicht weg. Das erwähnten Sie bereits vor einer Stunde. Ja, ich schätze... Ich gewinne. Das dauert hier noch eine Weile. Ich weiß auch nicht, woher mir diese Stimme bekannt vorkommt. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es weitergeht. Habt ihr eine Idee? Ich glaube nicht, dass sie da rauskommt, bis das Spiel vorbei ist. Irgendwoher kenne ich diese Stimme. Es kann doch nicht so schwer sein, noch ein Bingo-Pferdchen aufzutreiben. Ach ja. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Eine alte, bekannte Stimme. Das ist zu schwer für mich. Ein Symbol. Ach, das ist dieser... Das Symbol?
Symbol habe ich irgendwo. Dieser hier Flötendingens, dieser. Voll abgerissen. Das würde nicht funktionieren. Okay, zum Basilienfriedhof, zum Windbrunnen. Startmodul kriegen wir noch nicht. Okay, vielleicht kann Hack erstmal. Vielleicht kann Hack sich den alten Fisch holen. Sehr schön. Vielleicht kann Hack auch an den Hut ran. Nicht doch! Laura bringt mich um, wenn dir was passiert. Hack passiert nichts. Hack passiert anderen. Das stimmt. Nicht doch! Hack. Ja. So, können wir nochmal. Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das... Ich gehe hier nicht weg. Das erwähnten Sie bereits vor einer Stunde. Ja, ich schätze... Ich gewinne. Das dauert hier noch eine Weile. Sieht aus, als würde bei dem Spiel irgendwas fehlen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie da rauskommt, bis das Spiel vorbei ist. Tja. Wir reden trotzdem mal mit ihr. Hallo? Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer... Wir würden gerne am Ende... Ich gehe hier nicht weg. Das... Ich gewinne. Das... Okay. Außer, ich glaube nicht. Es ist dasselbe wie beim Anschauen. Okay. Na dann, ich würde mal sagen, schauen wir mal beim nächsten Stream, im nächsten Part, wie wir hier weiterkommen. Das Schild können wir uns da angucken. Willkommen bei Bernies Bingo-Tempel. Klingt spaßig. Bingo-Runde. Gibt's im nächsten Part eine schöne Bingo-Runde. Das ist doch sehr schön. Dazu fällt mir nichts ein. Tja, na dann würde ich mal sagen, durch nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Ja, sind wir doch ganz gut. Haben wir noch ein paar tolle Parts produziert in diesem Stream. Und hier geht es in Altaspen im nächsten Stream weiter, würde ich sagen. Haben wir ein Kapitel abgeschlossen und hier schon in Aspen ein wenig uns umgeschaut. Die Phosphosse können wir noch anschauen. Die schlafenden Phosphos blockieren den Flusslauf. Aha. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Tja. Das könnte Spaß machen. Okay, ja, das dann Lösungen für solche Rätsel hier. Und andere. Und dann gehen wir zum Basilienfriedhof. Dann kommen wir her. Zum Windbrunnen müssen wir dann hin. Zum Windbrunnen geht's dann im nächsten Part, im nächsten Stream, in der nächsten Aufnahme. Gut, ich würde mal sagen, wir speichern mal. Das wäre nicht ganz schlecht. Okay. Hier haben wir die Innenstadt schon erkundet. Mit Ellen haben wir schon geredet, außer mit dem Schlafenden. Mit dem haben wir auch geredet, aber der wollte nicht mit uns reden. Wir haben schon alles probiert. Das Startmodul kriegen wir. Wir werden ihm was Ersatzmäßiges geben. Wenn ich mich richtig daran erinnere. So, dann gehen wir mal zum Windbrunnen. Let's go. Ein Windbrunnen. Schade, dass kein Wind mehr rauskommt. Aber es ist ja auch niemand mehr da, der ihn noch beschwören könnte. Du hast schon eine Ewigkeit nicht mehr das Windlied gespielt, Robert. Wenn wir irgendwo sicher sind, dann hier in Altaspen, mitten in den Bergen. Meinst du? Junge, ich warne dich. Keine Musik. Du hast recht. Es wird Zeit. Ein wenig Luft und Licht für Asposien. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier sicher sind. Das Mädchen hat keinen guten Einfluss auf dich. Ich verbiete dir, in sie verliebt zu sein. Ich lasse mir das Flöten nicht länger verbieten. Flötennase, alles klar bei dir? Was sind denn das für merkwürdige kleine Aussetzer, die du da hast?
gar nichts. Nichts. Mir geht's gut. Mit Conroy. Pass auf. Ich denke nicht, dass wir... Verdammt. Ich halte das noch nicht für sehr sicher. Ich mag es, wenn du das spielst. Ich glaube, wir sollten uns hier nicht so öffentlich zu erkennen geben. Total schön. Wir werden immer noch gejagt. Was ist das denn? Oh, sieht aus wie eine große, strubbelige Wollmaus. Ein Einhorn. Kannst im Inventar einen Song auswählen. Ah, okay. Keine Song spielen. Okay, wir werden also noch weitere Songs erlernen und spielen. Alles klar. Hallo Pony. Oh, das Pony sieht ziemlich mitgenommen aus. Ich bin doch hier. Hallo, was machst du da? Genießt du die Aussicht? Robert, ich glaube, das Pferdchen will allein sein. Nein, ist schon okay. Warum sitzt du vor dem Abgrund? Gibt es da unten etwas, das du suchst? Meine Würde. Sie ist weg, wisst ihr? Ich war mal ein Bingo-Pferdchen, aber jetzt bin ich's nicht mehr. Bingo-Pferd. Ich sollte einfach da reinhopsen. Ach, du meine Güte. Realistisch betrachtet wirst du beim Aufschlag nicht sofort sterben, sondern dich wahrscheinlich nur sehr schwer verletzen. Außerdem sind andere vor dir auf dieselbe dämliche Idee gekommen. Also erwartet dich da unten keine Erlösung, sondern nur alte Knochen und Schmerzen. Okay. Wow, Laura, du solltest Seelsorgerin werden. Ja, ich weiß. Ja, oder nicht? Was ist denn ein Bingo-Pferdchen? Bingo ist das älteste Spiel der Welt. Dazu brauchst du Bälle und Pferdchen, die Bälle treten. Aber nur gut aussehende Pferdchen. Ich verstehe. Du bist zu hässlich. Der Ansager hat gesagt, ich sehe aus, als hätte ein Wulub eine Aubergine verprügelt. Außerdem habe ich meinen Ball verloren. Dann bin ich abgehauen. Oh Mann. Für meine Ansage. An deiner Stelle wäre ich da schon längst runtergesprungen. Laura, ich finde, du bist wunderschön. Danke. Das hat mir noch keiner gesagt. Er hat Laura gemeint. Er hat gesagt, Laura, ich finde, du bist wunderschön. Das ist nicht okay. Gesagt, Herz, du bist wunderschön. Warum denkst du denn, du wirst nicht Bingo-Pferdchen. Oh, ja, als Bingo-Pferdchen muss man wahnsinnig gut aussehen. So ganz unrealistisch. Und meine Mähne sieht angeblich aus, als hätte ich sie mit einem Ziegelstein gekämmt. Stimmt. Sie sieht schlimm aus. Laura! Ich kann mich gar nicht auf dein Gesicht konzentrieren. Laura, wir haben darüber geredet. Außerdem seht ihr ja, dass mir irgendwie das Einhorn abgebrochen ist. Und mein Glückshuf, mit dem ich die Bälle auf die Zahlenfelder getreten habe, ist abgewetzt. Und ich habe meinen Ball verloren. Okay. Sicher, dass das alles ist? Dein Fell sieht auch ziemlich... Laura! Gleichzeitig. Tja, also... Kann es sein, dass diese ganze Bingo-Pferdchen-Sache ziemlicher Humbug ist? Humbug? Das sind die schönsten Ponys Asposiens. Es ist nur Bingo. Laura, was haben wir über anderer Leute Träume zerstören gesagt? Nicht machen. Also, was stimmt nicht mit dir? Naja, die anderen haben alle so Silbermähnen. Meine Mähne glänzt einfach nicht mehr. Aha. Das lässt sich doch bestimmt ändern. Was ist denn mit deinem Horn passiert? Oh, das ist der Grund, aus dem ich eigentlich hier bin. Jetzt bitte nicht so eine traurige Lebensgeschichte. Es war ein ganz normaler Tag. Mist. Es ist eine traurige Lebensgeschichte. Und ich habe meinen Bingo-Ball getreten und die Leute waren total beeindruckt. Das war echt nicht meine Schuld. Da lag ganz plötzlich eine Bananenschale. Du bist ausgerutscht? Was? Nein, ich war abgelenkt und bin gegen die Wand gelaufen.
Ich habe Angst vor Bananen. Du hast dir das Horn abgebrochen, weil du in eine Wand gerannt bist? Ja, blöde Wände. Ich habe auch Angst vor Wänden. Tja, ich weiß nicht, ob wir ihm irgendwie helfen können. Der scheint viele Probleme zu haben. Mit deinem Glückshuf scheint doch alles in Ordnung zu sein. Bäh, nein. Das sieht doch furchtbar abgewetzt aus. Ich habe so einen Tick, dass ich immer dran rumknabbern muss. Der Ansager hat auch gemeint, ich kann so nicht rumlaufen. Dann habe ich noch mehr geknabbert und dann bin ich abgehauen. Wenn das dein schlimmstes Problem ist, solltest du doch springen. Tja. Und wozu braucht man so einen Bingo-Ball? Also wir Pferdchen treten unsere Glücksbälle in die Zahlenfelder. Jedes hat seinen eigenen Bingo-Ball. Den zu verlieren ist, als würde man, naja, seinen Bingo-Ball verlieren. Wo hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Das ist traurig. Mal überlegen. Also ich hatte ihn noch, bevor ich den Abhang runtergerollt bin. Danach war er weg. Und mein Fell sah so aus. Mir ist alles Mögliche drin hängen geblieben. Ich hatte sogar eine Wollmaus drin. Abhang? Warum hast du das gemacht? Die anderen Bingo-Pferdchen haben gesagt, ich trau mich nicht. Die haben hinterher dumm geguckt. Oh, Menno. Okay, tschüss. Pferdchen. Nicht darunter springen, solange wir weg sind. Unsensibel. Du darfst dir das nicht übel nehmen. Sie ist innerlich tot. Ja, das stimmt. Tja, also... Händler, Wundertüten, eine Kiste. Ist doch sowas Kugeliges, vielleicht kann man das ihm geben. Aber erstmal den Händler anschauen. Das muss der Händler sein. Ach nein. Hallo, Herr Verkäufer. Herzlichen Glückwunsch, du bist der fünfte Kunde. Ist das der euer fünfte Ernst? Erst? Oh wow, haben wir was gewonnen? Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Juhu! Na, das ist ja ein toller Preis. Was habt ihr denn noch so im Angebot? Na, zum Beispiel diese Kiste hier. Wow! Du bist so leicht. Was soll das kosten? Das ist ja noch nicht alles. Darin befindet sich die schärfste Chili der Welt. Nur für Erwachsene, wenn ihr versteht. Wir sind erwachsen. Er hat Asposien gerettet. Naja. Mit deiner Hilfe. Ich war im Gefängnis. Ja, schon ganz oft. Und immer zu Recht. Nein, ich bräuchte einen Nachweis. Was für einen Nachweis? Na, Sachen, die nur Erwachsene haben können. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Stress, Steuerschulden, Alkohol. Oh nein, wo bekomme ich denn jetzt Steuerschulden her? Ich dachte ja an den Stress, den können wir besorgen. Kann ich die Chili-Kiste haben? Dann beweist mir erstmal, dass ihr erwachsen genug seid. Jetzt müssen wir uns Steuerschulden besorgen. Okay. Kriegen wir bestimmt auch irgendwo her. Oh, ihr habt auch Wundertüten. Was ist denn da drin? Flötennase. Der Sinn einer Wundertüte ist, dass man nicht weiß, was drin ist. Wenn man ganz viel Glück hat, ist ein Hufeisen in der Tüte. Oh ja, ja, das kann man gebrauchen. Meistens sind Kleeblätter drin. Ich nenne es Wundern, ohne sich allzu sehr zu wundern. Das ist die unspannendste Wundertüte, von der ich jemals gehört habe. Da bricht mein Hufeisen für. Ich mag keine Überraschungen. Das Pferdchen rum. Sucht euch einfach eine Wundertüte aus und das hatte ich schon befürchtet. Das hatte ich befürchtet. Wir müssen hier die ganzen Sachen, wir müssen Glitzer für die Haare besorgen, Hufeisen für die Hufe und dann müssen wir ihn kämmen, müssen wir Kamm besorgen und ihm einen Huf, ein Horn ankleben und dann müssen wir noch eine Kugel besorgen, damit er wieder fit wird. Und in den Wundertüten sind wirklich nur Kleeblätter? Naja, manchmal auch ein Hufeisen. Tja. Na, erzähl uns mal was zum Geschäft. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Ja, genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke.
Ich habe auch viele Sachen selbst gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also, ich habe da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Ich finde, das hört sich brillant an. Oder ach, diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Krankheiten. Zahnbürsten. Sowas? Überbewertet. Kein Asposer, den ich kenne. Naja, aber vielleicht würde das die meisten Zahnprobleme lösen. Oder ich habe ein System entwickelt, mit dem man sein Geld verwalten könnte. Ich nenne es Bank. Das ist genial. Ach, wer braucht denn so einen Blödsinn? Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen. Tja, also... Und? Noch mehr brillante Ideen? Nun ja, ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Aber es ist nicht das gleiche wie betrunken. Man ist eher hibbelig. Hört sich prima an. Kann ich das mal probieren? Robert, lass das lieber. Na gut, dann doch vielleicht auch dann sowas. Ja, wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel, wie wir wollen. Auch wenn sowas unwichtig ist. Das könnt ihr dann bei mir kaufen. Super, danke. Alles klar. Dann was warum über den ist Windbrunnen? Euer Laden denn hier oben? Hier kommen so wenige Leute hin. Eben. Ha, genau. Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht. Kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Das ist genial. Ja. Ach, Flötennase, ach, Verkäufer. Manchmal denke ich, niemand kann Asposien vor sich selbst Verkäufer. Ja. Ach, Verkäufer. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Jetzt kann ich hier eine Wundertüte kaufen. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Wundertüte. Kann ich so eine Wundertüte haben? Ich weiß nicht. Könnt ihr mir was anderes dafür geben? Robert, hast du irgendwas zum Tauschen? Was du ihm anbieten könntest? Mal überlegen. Ich hab doch noch das Geld mit. Ich hätte Geld? Okay, Geld kann man immer gut gebrauchen. Ich geb euch mein Zeug für Geld. Ich hab doch hier Wechselgeld. Diese komischen Dinger. So ein Haufen Geld. So viel habe ich noch nie verdient. Das wundert mich gar nicht. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Okay, ich nehme das hier. Auch so oft ich will? Ein richtiger Geschäftsmann. Solange der Vorrat reicht. Ich nehme das hier, ich nehme die Kiste. Vorsicht, da ist eine extra starke Chili drin. Wenn du sie kaufen willst, musst du beweisen, dass du erwachsen bist. Ah, okay. Aber nehmen können wir sie schon mal. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Toll, Kleeblätter. Na toll. Ah, leider nur Kleeblätter. Ja, bestimmt. Ich möchte diese... Bitte sehr. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit reinem Glück gewinne ich keins. Tja, meinst du? Wenn man bloß wüsste, wo das Hufeisen ist, was? Tja, wir müssen das Hufeisen finden. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Und wir versuchen so lange, bis es was wirkt. Ah, leider nur Kleeblätter. Irgendwie hat... Tja. Ist bestimmt ein Achievement hier. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Ah, leider nur Kleeblätter. Irgendwie, tja. Ich möchte... Bitte sehr. Ah, leider... Irgendwie hat... Tja. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Ah, leider nur Kleeblätter. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit reinem Glück... Gewinne ich keins, tja. Okay, wir haben es ja erst 6 Mal probiert. Jetzt können wir es doch mal. Ich möchte diese Wundertüte. Wir versuchen es noch weiter. Bitte sehr. Viel Ah, leider nur Kleeblätter. Aber. Wir haben es doch erst 7 Mal gemacht.
Tun wir doch nochmal. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Ah, leider nur Kleeblätter. Tja. Wir haben es doch erst 8-mal gemacht. Ich möchte... Bitte sehr. Ah, leider nur Kleb. Irgendwie habe ich... Tja. Wir haben es doch erst 9-mal gemacht. Ich möchte... Die... Bitte sehr. Ah, leider nur Kleeblätter. Irgendwie... Tja. Ich möchte... Wir haben es doch erst 10-mal gemacht. Diese Wundertüte. Ja. Ah, leider nur Kleeblätter. Irgendwie hat ja. Wir haben es doch erst 11-mal gemacht. Ich möchte die. Bitte sehr. Ah, leid. Irgendwie tja. Wir haben es doch erst 12-mal gemacht. Ich möchte. Bitte sehr. Ah, leid. Tja. Jetzt haben wir es 13-mal gemacht, okay. Gibt es doch kein Achievement für. Etwas Glück könnte tatsächlich nicht schaden. Rede mit den Kleeblättern. Okay. Brauchst du vielleicht ein Kleeblatt? Ich kann doch nicht fliegen. Am Hack kann fliegen. Vorsicht, ich brauch dich noch. Da vorne okay. Ist es viel zu windig für dich.